Tja, jetzt geben Sie wieder Gas. Viele Biker haben ja das erste warme Frühlingswochenende genutzt, um sich wieder aufs Motorrad zu schwingen. Das nervt Autofahrer und Anwohner. Viele fordern Fahrverbote für Zweiradpiloten. Wie stehen Sie dazu? Wir haben Sie in Düsseldorf gefragt. Naja, man hört ja immer viel davon, dass im Bergischen Land und so weiter einige Strecken massiv ausgenutzt werden von Motorradfahrern. Von daher, glaube ich, finde ich das ganz okay, wenn man da ein bisschen auf die Sicherheit achtet. Zur Vorsicht ist es, denke ich, wahrscheinlich besser, dass sowas gemacht wird. Warum sollte es sowas geben? Also es gibt nicht irgendwie eine Autobahn, die nur für oder Strecken, die für Autos sind und Motorräder dürfen da nicht fahren. Sehe ich nicht so. Die Sperrung wäre generell ganz gut, gerade im Sommer, weil in dem Moment sehr viele Motorradfahrer unterwegs sind und wenn einzelne Bereiche dann halt nicht befahrbar sind, ist das ja wahrscheinlich sehr hilfreich. Im eigenen Interesse des Motorradfahrers sollte man natürlich vorsichtig fahren. Sollte man. Also ich glaube nicht, dass das hilft. Also ich denke mal, das ist die Einstellung des Motorradfahrers. Das kann auf einer Strecke passieren, die verboten ist, aber auch auf einer, die frei ist. Also ich denke mal, das ist eine generelle Einstellung. Ich denke, ein Streckenverbot für einen Motorradfahrer in besonderen Fällen ist vielleicht notwendig, aber im Allgemeinen sehe ich das nicht. Und damit ist es 10:10. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zu einer neuen Woche mit der Drehscheibe, liebe Zuschauer. Jedes Jahr sterben rund 1000 Motorradfahrer auf Deutschlands Straßen. Die häufigste Unfallursache? Zu schnelles Fahren. Jetzt kommt die Saison wieder in Fahrt und die Schutzengel manchmal leider nicht hinterher. Allein am Wochenende verunglückten gleich mehrere Motorradfahrer tödlich. Und zu einem besonders schlimmen Unfall rückten Rettungskräfte auf einer Landstraße bei Stade aus. Erste Motorradausfahrt in der Gruppe. Fahrspaß pur. Und dann diese Tragödie. In einer langgezogenen Rechtskurve bei Stade überholt einer aus der siebenköpfigen Gruppe zwei vor ihnen fahrende Autos, verliert dabei die Kontrolle über seine Yamaha und gerät auf die Gegenfahrbahn. Just in diesem Moment kommt ihm ein 49-jähriger Fahrer einer BMW entgegen. Beide Motorräder prallen aufeinander. Die Biker werden von ihren Zweirädern geschleudert und kommen im Straßengraben zu liegen. Die anderen Motorradfahrer aus der Gruppe leisten erste Hilfe, aber vergeblich. Beiden konnte hier an Ort und Stelle nicht mehr geholfen werden. Beide sind hier tödlich verunglückt. Die BMW gerät in Brand, beide Motorräder werden total zerstört. Nicht nur die Freunde aus der Motorradgruppe sind geschockt, auch die Rettungskräfte tragen schwer an diesem Unglück. Das ist ein schwieriger Einsatz für uns, weil der junge Mann, der hier tödlich verunglückt wurde, einigen unserer Kollegen bekannt ist. Und das ist dann immer so, wenn man an solche Unfallstellen kommt, wo man Leute trifft, die man kennt, ist das noch besonders belastend, zusätzlich zu dem normalen Unfallgeschehen schon. Die Überlebenden der Gruppe fahren gemeinsam in Begleitung nach Hause. Wichtig ist für uns dann auch zu klären, wie kommen die hier weg von dieser Stelle. Denn da kann man natürlich nicht mal einfach so losfahren. Sie sind aber losgefahren. Sie sind losgefahren, aber in Begleitung von Eltern und in einer Gruppe. Und sie treffen sich alle zusammen und verarbeiten dann das Ganze, bevor sie einzeln nach Hause gehen. Das ist sehr viel wert. Die ersten Ausfahrten im Frühling sind immer am gefährlichsten. Viele Motorradfahrer überschätzen sich, haben noch nicht wieder die Routine, die sie am Ende der letzten Saison hatten. Mit oft tödlichen Folgen. Wie für einen 33-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Riedberg. Er hat dann hier eine Fahrzeugkolonne von 4 Autos überholt und ist dann noch während des Überholvorgangs mit einem entgegenkommenden Mercedes frontal zusammengeprallt. Er stürzte dann zur Straße und erlitt tödliche Verletzungen. Der Mercedes kommt von der Straße ab und er ist an einem Baum zu stehen. Der Fahrer wird leicht verletzt. In vielen Unfallberichten wird die Ursache so umschrieben: unangepasste Geschwindigkeit. Ich habe gehört, wie er bei uns in die Straße einbog, da schon richtig Gas gegeben hat, hochgeschaltet und man hat es richtig gehört. Also Speed, der muss mit Sicherheit schon zu 100 drauf gehabt haben. Bekannte des Opfers haben Kerzen zur Unfallstelle gebracht. Doch abschreckend wirkt das nicht.